Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, als erstes sorry, ich komme gerade wirklich straight von der Arbeit und drehe dieses Video, weil ich danach noch einiges zu tun habe. Kurz off topic, wenn ihr mich heute nochmal live sehen wollt, um 22 Uhr werde ich streamen. Ich werde mit euch gemeinsam dieses Team of the Group Stage Pack erspielen im Full Champion Modus oder Daily Knockout. Und ja, jetzt zur Angelegenheit, warum ich dieses Video mache. Ihr habt wahrscheinlich schon diesen Einspieler gesehen. Es geht um meinen Kollegen und ja, auch schon Freund, Bro, Dennis, FIFA Tour. Es hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd an oder so, keine Ahnung. So, jetzt mache ich das extra für ihn und so alles. Aber lasst es mich einfach mal ganz kurz erklären. Ich möchte natürlich seine Privatsphäre wahren, aber Fakt ist, er ist leider Gottes quasi so erkrankt, für das er nichts kann und so weiter. Bitte fragt ihn jetzt nicht oder sonstiges, ich weiß davon. Und mit dem ist er halt einfach nicht gut Kirschen essen und jetzt für etwas, wofür er nichts kann, jetzt quasi 8 Wochen inaktiv zu sein und ein Kanal, der quasi ein bisschen so im Hype war. Also wenn man sich so seine Statistik ansieht, war der Kanal FIFA Tour sehr, sehr gut am Kommen. Und wenn jetzt der Algorithmus sieht, boom, von einem Tag auf den anderen geht gar nichts mehr. Ein Video ist vorproduziert und so alles und so, ja, ich weiß nicht so, keine Ahnung. Ich habe halt einfach Angst, dass der Kanal sich davon dann nicht mehr erholt, weil 8 Wochen ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ein Kollege von mir war 2 Wochen inaktiv und der Kanal ist jetzt richtig am Struggeln. Es dauert immer eine Zeit lang so wieder, bis zu seinen alten Leute wiederkommen und so alles. Und ich möchte dafür einfach sorgen, dass der Kanal FIFA Tour bzw. auch Dennis einfach nicht in Vergessenheit geratet. Ihr müsst auch bedenken, es kommen immer wieder neue YouTuber, die vielleicht in den Hype kommen und Altgediente dann in den Rückraum gehen und das möchte ich nicht. Dennis ist da einfach in der Branche schon ein alter Hund und deswegen möchte ich ihn nicht in den Stich lassen, deswegen unterstütze ich ihn. Wenn manche jetzt sagen, jo, übertrieben oder so irgendwas, ja, dann habt ihr wirklich keine Ahnung. Ihr müsst selbst mal jahrelang einen Kanal führen, vielleicht sogar auch einen Monat lang, ja, und dann merkt ihr so, jo, das ist mein Baby und so alles, wirklich der YouTube-Channel. Guck mal seine Aufrufe an und so weiter, Abonnentenzahl, Pipapo. Für einen Creator ist es einfach etwas heftig Besonderes, ja. Stellt euch mal vor, er ist selbstständig mit seinem Kanal. Ciao Leben, also da möchte ich gar nicht davon weitersprechen. So, die Einleitung war jetzt sehr, sehr lang. Was bedeutet FIFA Exit Tour? Ja, zum Ende hin habe ich mir gedacht, yo, ich hau ein Gewinnspiel gleichzeitig raus für Dennis und für mich quasi, beziehungsweise in Kooperation mit Dennis, hoffen wir, weil er weiß bis jetzt nichts von dem Video. Und das hat nichts mit Respekt oder Ehremann zu tun, Freunde, das möchte ich gar nicht lesen. So, insgeheim wünsche ich mir genau dasselbe, wenn das irgendjemand für mich tun würde. Für mich ist Freundschaft vor Business und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Ich werde die Serie Bestraft im Pato für FIFA 17 einstellen. Es werden noch 2 Folgen von Bestraft im Pato kommen. Bis Dennis Comeback wird die Folge FIFA Exit Tour stattfinden. Was bedeutet es? Es ist wie bei Bestraft im Pato, 1 gegen 1. Pro Tor ist gleich 1 Euro. Umso mehr Tore wir schießen, desto höher wird quasi dieser Pot werden. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, pro Video, zum Beispiel jetzt in diesem Video, schreibt ihr Hashtag Exit in die Kommentare. Das Ganze werde ich dann über einen Generator laufen lassen und die 5 Leute mit Hashtag Exit, die by the way Abonnenten von Dennis FIFA Tour, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, und von mir sind, ja, sind alle in einem Pod drinnen. Also wie gesagt, 5 Leute pro Video über einen Generator müssen Abonnent unserer Kanäle sein. Werde ich dann alles gesammelt in einen Pod werfen. Ich habe mir gedacht, ich werde die Serie 2-mal wöchentlich bringen. Dennis, jetzt, falls du es siehst, schreib mir privat. Ich habe mir gedacht, ich werde eine Folge auf meinen Kanal hochladen und eine Folge auf seinen Kanal. Wobei, ich habe einfach Angst dadurch, dass ich genau das Gegenteil von Dennis bin. Also, er ist eher so quasi der ruhigere Typ und ich bin einfach genau das Gegenteil. So hibbelig und keine Ahnung, ADHS oder weiß ich nicht, wie ich mich beschreiben soll. Sollte Dennis sagen, so nein, möchte ich nicht auf meinen Kanal haben, kein Problem, dann bringe ich 2 Folgen auf meinen Kanal pro Woche. Und in jeder Folge einfach Hashtag Exit. Natürlich würde ich mich auch über ein Feedback freuen, ja, über die Folgen und keine Ahnung was. Aber Hashtag Exit, 5 Leute bzw. Abonnenten von Dennis und von mir, die über den Generator rausgesucht werden, sind dann quasi im Pod drinnen. Ich weiß, ich wiederhole mich, glaube ich, nochmal.
Aber dass es klar ist, ja? Wie könnt ihr da teilnehmen? Ihr müsst mich bitte entweder auf Facebook, Twitter oder Instagram privat anschreiben. Nicht auf YouTube. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich dann direkt mit euch schreiben kann, wann wir den Termin ausmachen können. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Auch hier muss ich sagen, sorry, ich bin Xbox-Spieler und da tut es mir sehr, sehr leid. Vorrang haben bei mir auch die VIPs. Ihr müsst das auch verstehen. Es gibt ja diese VIP-Funktion für die YouTuber und die bezahlen dich. Und die zahlen für dich eine monatliche Pauschale quasi als Unterstützung. Und ich habe mir gedacht, yo, okay, sollte ich einen VIP haben, der Xbox spielt, schreibt mich sehr, sehr gerne an. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Also einfach Hashtag Exit in die Kommentare spammen. Ihr könnt es auch mehrere Male rein spammen. 5 Leute über den Generator. Abonnenten bei Dennis und bei mir. Wohlgemerkt, wird der Generator rausspucken. Alle werden dann in einem Pot landen. Und Dennis wird das Ganze dann auflösen. Ich weiß nicht, wann er sein Comeback startet. Ein Tor ist 1 Euro, von daher, ihr braucht nicht unbedingt defensiv spielen. Und ja, das Ganze ist einfach für einen guten Zweck. Ich möchte nicht, dass Dennis in Vergessenheit geraten wird oder sonstiges. Und sorry, dass das Video so heftig lang ist. Tut mir leid. Solltet ihr noch Fragen haben, schmeißt es einfach in die Kommentare rein. Ich werde mir jedes Kommentar durchlesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Nochmal persönlich, beziehungsweise über Video, persönlich hast du es von mir schon erfahren. Gute Besserung, mein Lieber. Du kannst nichts dafür und das ist einfach das Schlimme daran. Und ja, wir hören uns 22 Uhr heute Livestream. Schönen Abend noch, sollten wir uns heute nicht mehr sehen. Ciao, Leute. Ciao, ciao.